Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Heute react Luigi auf mein Super Mario Bros. Wonder Let's Play. Und zwar in diesem Fernseher. Mal schauen, was der Kuroi da so gemacht hat. Im Schneelevel. Das auch heute online kam. Aber irgendwas stimmt mit dem Fernseher nicht. Er will einen Daumen hoch geben. Und wird reingesogen. Und so kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist die Lösung, wie man an den Schlüssel kommt. Ja, ich habe vergessen, den Fernseher abzutasten, aber es war mir wirklich nicht mehr bekannt. Vollkommen vergessen. Naja, jetzt geht's weiter. Übrigens gibt es heute auch eine etwas längere Folge. Gestern kam ja keine. Mir kam was dazwischen, es gab eine Menge Probleme und ich habe es zeitlich nicht mehr hingekriegt, irgendwie noch Luigi's Mansion fertig zu kriegen. Deshalb, ja, kommt heute eine etwas längere Folge. Ich hoffe, das ist okay. Und da ist unser nächster Gegner. Steven Spielberg. Welch Tragödie, oh, welch grausames Schicksal für mich, Morty, den Starregisseur. Wie konnte ich mein Ein und Alles nur verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen und das, weil ich nutzlos bin, absolut nutzlos. Da ermattete sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Luigi, sei nicht so dumm. Ah, mein schönes rotes Megafon, wo mag es nur weilen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Okay, der hat ein klares Ziel. Und wir können jetzt in diese Fernseher springen, ne? Und so zu sagen, ein paar Szenen von ihm durchspielen. Und hier sind die Studios. Also das Level ist wirklich cool, ne? Für einen Filmfan ist es halt wirklich mega genial. Das ist das Coole an Luigi's Mansion 3. Es... Was geht das nicht? Ah, ich brauche Luigi, oder? Es beinhaltet halt eine Menge Themen. Ja, weil wir werden auch irgendwann mal in so ein ägyptisches Thema kommen. Es gab zwar in Luigi's Mansion auch teilweise, ne, dass die einzelnen Geister ihre Zimmer... Ach, wie kann man da nur runterfallen? Wie kann man nur so... Ja. Der Kuroi halt, ne? Da oben befindet sich allerdings nur ein Juwel. Ich will es dann noch mehr holen. So vorsichtig. Ist nur immer sehr schwer. Oder wird die Kamera besser, wenn ich ihn zurückhole? Oh ja, okay, sie wird um Weiten gehen besser. So, kurz konzentrieren. Sein Geheule da geht mir ein bisschen auf den Keks. Okay. Gibt es hier irgendwo Feuer? Dann müssen wir das mit in eine Szene nehmen. Ich weiß das nicht mehr so genau. Bin nicht mehr so... Was war denn in dem Ganzen? Gibt es denn hier eine Feuerszene? Hier brennt's, ne? Das sieht aus wie ein Haus, das brennt. Lass mal reingehen. Nee, da ist irgendwie nichts passiert. Dann vielleicht hier? Nee, wir müssen irgendwie noch was anderes machen. Warte, führt hier irgendwie ein Kabel in einen bestimmten Raum? Ist nur Geld. Oh! Okay, das hat mich jetzt auch ein bisschen geschockt.
Aua. Was, da ist der Pucci drin? Wollte er uns nur Angst machen, oder wie? Man kann ihn nicht einsaugen, ne? Pucci kann man dann sich nicht einsaugen. Er ist ein freundlicher Geist. Ist voll schade, dass das halt nur im Universe von Luigi's Mansion eine Rolle spielt. Das ist halt ein cooler Charakter, ne? Ist sicher sehr fanbeliebt. Gut, dann schaue ich mal, ob die Studios offen sind. Ah, sie sind offen. Okay. Wir sind hinter der Kulisse im Moment. Okay, die Geldspinne habe ich jetzt nicht gekriegt. Nicht so schlimm. Das sind Geldsäcke. Ah, und es liegt daran, dass die TVs hier nicht aktiv waren. Hier haben wir zum Beispiel die rote Szene. Okay. Ich sehe hier kein Feuer. Luigi, sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist, aber es hängt in Spinnenweben fest. Und die machen einen ziemlich robusten Eindruck. Ja, wir brauchen Feuer, ne? Ja, ist cool. Man muss zwischen den einzelnen Szenen rumspringen. Und sich halt so einige Werkzeuge mitnehmen. Das hier, ja, scheint so eine Lieblingsschabe die Kinder geschrumpft Szene zu sein. An die Münze komme ich irgendwie noch nicht rein. Hm. Da braucht man vielleicht noch irgendwie was Spezielles. Luigi, du könntest bestimmt an das Megafon herankommen, wenn du den Spinnenweben mit Feuer zusetzt. Ja, das können wir machen, aber dafür müssen wir erstmal Feuer finden. Ne? Kommt Luigi? Luigi kommt da rein, ne? Ah. Wird das hier der erste... Ja, erste Raum sein, in dem wir alle Juwelen kriegen? Kamera kann ich nicht aktivieren, oder? Ah, so sieht die ganze Szene aus. Oh, okay. Man muss die Szenen auch durchspielen. Voll cool. Sehr cool gemacht, aber wir haben kein Feuer. Wir müssen an Feuer kommen. Okay. Kameraperspektive nimmt einige Winkel ein, aber... Sehr dramatische Kamera-Schwingungen. Das ist erstmal nicht das, was wir brauchen. Wir müssen eine Szene finden, in der es Feuer gibt. Und das ist hier dieses brennende Haus, ne? Das heißt, wir müssen das Studio finden. Wo führt denn das Kabel hin? Das muss ja eins dieser Räume sein. Hier, das gelbe. Studio 2. Eine brennende Burg. Aktivieren wir das Portal schon mal. Und... Ja, da oben ist tatsächlich Feuer. Da warte, ich hole auch meinen Block. Mein Eisblock, der ist hoffentlich noch immer hier im unteren Abteil. Ne, ist das jetzt wieder da oben? Ach, Mensch. Dann hole ich das halt nochmal. Ah, ne, es ist doch da nicht mehr. Ey, wo ist das hin? Ich seh's nirgends. Ah, hinter dem Yeti-Kopf ist es versteckt, oder? Ah, ja, da ist es. Okay, ja, das nehmen wir mit. Zur Feuerstelle. Und dann versuchen wir mal, an die Fackel dazu kommen. Kann auch der Luigi? Warte, ich nehme den Block mal mit in die Szene. Hier haben wir so ein mittelalterliches Auftreten. Jetzt ist die Frage, kann der Luigi die Kamera auch bewegen? Oder geht das nur mit Luigi? Anscheinend geht das nur mit Luigi.
Ja, sehr wild, die Schlacht hier. Gut, den Eisblock lasse ich einfach mal in der Szene so stehen. Wir müssen erstmal Feuer finden. Wasser finden, um die Pflanze zu gießen. Lass mal die Burg da aufmachen. Weil hier befindet sich nix. Wobei, es gibt eine Szene mit einem Brunnen. Kommt man an das Feuer nur ran, wenn man diesen Brunnen jetzt findet? Es sieht so aus, ne? Okay. Dann lass schnell in das nächste Studio gehen. Das mit dem Brunnen. Und das ist das blaue Studio hier, Nummer 1. Luigi hat schon keinen Bock mehr. Warum gibt es hier diesen Kirbyskopf? Spielt das eine Rolle? Ist das hier Nightmare Before Christmas? Hier braucht man später anscheinend... Da ist Wasser drin. Und noch irgendwas. Aber kriege ich das rausgeholt? Oder habe ich das gerade eingesaugt? Ich habe das nicht so erkannt. Das war eine Zeitung, oder? Etwas zusammengeknüllt. Aber es war eine Zeitung, oder? Was haben wir hier? Nur eine Geldmaschine. Okay. Ich dachte, da kommt noch irgendwie was raus. Okay, der Pumpkin ist schon mal weg. Okay, wie kommt man an das Wasser? Kann Luigi die Szene nicht... Nee, Luigi kann sie nicht spielen. Es muss immer Luigi sein. Okay, alles klar. Oh, das ist Luigi's Mansion, der Film, oder wie? So, was überrascht uns jetzt hier? Der erste Geist? Gut, das hat Luigi nicht wirklich beeindruckt. Brauche ich die Sonnenbrille? Ich habe keine Ahnung. Hier im Baum, das sieht auch noch weird aus. Aber da sind nur Schätze drin. Aber die verlangt irgendwie was, ne? Man muss ja irgendwie was bringen. Dann schauen wir uns das letzte Studio an. Den Fernseher, habe ich den aktiviert? Nee, noch nicht. Stromkasten. Hat auch nur Geld drin. Nicht mal Strom. Gut, dann schauen wir uns noch die letzte Szene an und dann müssen wir halt... Ach, hier ist ein Eimer. Okay, das verhalten wir uns mal. Dann schauen wir uns noch die letzte Szene an. Das ist jetzt das blaue Studio auf dieser Seite. Die Nummer 3. Und dann versuchen wir hier auch rauszufinden, was den Leuten fehlt. In diesem Film. Hier brennt es auch. Hier brauchen wir Wasser, um das Feuer zu löschen, oder? Ein Polizistengeist. Nee, ein Feuerwehrgeist. Kommt es hier zur Eskalation? Kämpfen wir jetzt gegen die? Nee, irgendwie... können wir dann nichts machen. Okay. Naja, wir haben schon mal... Darf ich die Szene nicht verlassen? Hä? Wie kann ich die denn aufhalten? Kommt Luigi auch irgendwie in die Szene rein? Ich drück mal nach oben, aber nee.
Dann nehmen wir das Schild und hau das auf den Geist drauf. Ja, das war dumm. Ach so, man muss die wirklich mit dem Pömpel anschießen. Jetzt hat er seine Sonnenbrille da verloren. Vorsicht. Die können uns halt mit dem Flammenwerfer. Flammenwerfer. Feuerlöscher. Anspitzen und dann nehmen wir halt Schaden. So, ich übernehme jetzt das Wasserlöschen hier. Ah, was rede ich denn da? Das Feuerlöschen. Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir wieder ihn da als Gegner. Sein Hut macht aber gar nichts. Ah, man muss da immer nach hinten laufen. Echt nervig. Um den zu fassen. So, weg mit dir. In einem Rutsch kriegen wir den allerdings nicht. Ja. Und jetzt ist er unsichtbar. Okay, aber er macht irgendwie nichts. Und er lässt sich einfach fangen. Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir wirklich alles. Also jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt wissen wir so ungefähr, was zu tun ist. Feuer, Luigi! Ich bin sicher, dass du in diesem Set eine Flamme entzünden kannst, um damit lästigen Spinnenweben den Chaos zu machen. Ja, Leute, ja, ich weiß. Das muss Professor Igitt mir nicht erzählen. Der Fernseher ist schon aktiv. Hab ich nicht mitgekriegt. So, also das Hauptset... Oh, Goldmaus. Das Hauptset ist halt dieses, ja, dieses riesengroße Set halt, ne? Das heißt, wir nehmen jetzt den Eimer... Gehen damit in die Szene mit dem Brunnen. Holen uns da Wasser. Würde ich mal sagen. Oder nicht? Ja doch, der füllt sich mit Wasser. Kriege ich den jetzt auch wieder raus? Nee. Warte, kommt jetzt dieses Ding da mit dem Wasser wieder raus? Das kann sein. Ja, in der Tat, lol. Nice. Ja, dann hat Luigi jetzt den Wassereimer. Sehr gut. Dann gebt den jetzt an Luigi weiter. Und der rennt mit dem Wasser dann in diese Mittelalter-Szene, um die Pflanze zu gießen. Ich weiß aber nicht mehr, ob dieser Regisseurgeist freundlich war oder nicht. Bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr, ob der am Ende auch noch kämpfen möchte. Weil eigentlich machen wir ja was Gutes für den, ne? Das Juwel kriegen wir jetzt, weil normalerweise können wir das jetzt begießen. Ah, und da wollen wieder Geister ein paar... Ja, ein bisschen was auf die Nuss. Wo rennt der eine jetzt hin? Hey, ist er einfach geflüchtet? Ne, er ist noch da. Er hat mich nur angetäuscht. Gott, und was ist jetzt passiert? Da kommt wieder irgendwas mit der Leiter.
Okay, jetzt haben wir den Feuerbehälter. Ach, ihr nervt rum. Das ist unfassbar. Jetzt schaue ich auf den Kollegen da. Und den dritten, den holen wir auch. Easy in den Staubsauger rein. Komm her. Nerv hier nicht am Set. Okay, das Feuer kriegen wir dann aus der anderen Szene. Aber wie gesagt, ich mag dieses Level. Das ist echt cool. Jetzt gehen wir zur Feuerwehrszene. Holen uns von da Wasser. Mann, was habe ich mit Wasser? Ich meine natürlich Feuer. So, das brennt nur in der Szene. Das heißt, Luigi, du machst dich schon mal bereit. Und dann film ab. So, da explodiert die Tür gleich. Genau, dann kommt man an das Feuer ran. Sehr gut. Damit haben wir das, was wir brauchen. Jetzt gehe ich noch schnell das Juwel da aus dem Eisblock entfreien. Auftauen. Das war in der Szene. Und dann können wir in die finale Szene die Spinnenweben befreien. So. Ja, damit. Sehr gut. Hier läuft es mit den Juwelen. Ich wollte noch in die Kiste hier schauen, nicht, dass da jetzt noch ein Juwel drin ist. Aber ich glaube, die anderen beiden sind wieder ein bisschen tricky versteckt. Muss man hier vielleicht das Holz abfackeln? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Ich versuche mit Luigi noch, ob sich da halt was drin befindet. Tut es aber irgendwie nicht. Doch, da ist eine Goldmaus. Aber gut, das Geld ist uns halt nicht so wichtig. Ne, dann lass jetzt die Spinnenweben wegmachen. Und somit an das Megafon vom Regisseur zu kommen. Ich hoffe, der wird ein fairer Trader sein. Ich glaube, das ist sogar so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass das so war. So, natürlich kriegt man das nur in der Szene auf. Das heißt, Luigi, mach dich wieder bereit. Und Action! Nee. Ach, Missklick, sorry. Sorry, Missklick. Wir müssen zuerst die Kiste hier aufmachen. Dann kommt die Spinne da raus. Die einfach despawnt, WTF. Und dann kommen wir an das Megafon ran. Sehr gut. Damit ist der Film. Oder die Filme sind damit vorbei. Durchgespielt. Und der Regisseur kann seinen Erfolg feiern. Ist vermutlich traurig, dass er keinen Oscar für seine Filme kriegt. Aber es scheinen geklaute Vorlagen zu sein. Ja gut, wenn es schon eine bessere Vorlage gibt, dann wird es halt schwer. Luigi ist immer freundlich. Moment mal. Du da. Nicht weggehen.
Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber dein Gesicht hat interessante Züge. Dazu noch dieser Körperbau. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Du hast das Zeug, zum Star zu werden. Meine Kreativität erwacht endlich wieder zum Leben. Los, wir drehen sofort. Wo ist denn meine Crew? Alle auf ihre Plätze, zack, zack. Ah, es gab noch diesen geilen Kampf, genau. Ist er der Gegner? Spiel Luigi in Godzilla mit. Und Action! Oder Ghostbusters, ne? Marshmallow-Szene. Der ist doch Godzilla. Ja, richtig geil. Ich mag, wie gesagt, diese Etage. Diese ganzen Filmkulissen und so. Weißt du gerade nicht? Den kann man blenden, oder? Muss man hinter den kommen? Ne, ich muss irgendwie seinen Kopf wegkriegen. Aber ich weiß gerade nicht, wie man das macht. Mit? Ist das irgendwie behilflich? Hä? Was kann ich damit machen? Ich verstehe gerade die Aufgabe irgendwie nicht. Hat es was mit der Kugel zu tun? Wurde ja nicht, oder? Ach, die Autos vielleicht. Nee. Ja, dann muss ich dem die Maske runterziehen, oder? Hey, wenn das Monster einen Ball ausspuckt, puste ihn direkt zurück in seine Richtung. Ah, ja, das macht Sinn. Ja, danke für den Tipp, Morty. Okay, das ist so Super Saiyajin, oder? Ich habe Dragon Ball nie geschaut. Ich kenne da halt nur so einzelne Szenen. Bin kein Fan von Dragon Ball. Ich fand das nie gut oder interessant. Keine Ahnung. Hat natürlich einen massiven Erfolg. Ja, gibt sehr viele Fans davon. Ich bin keiner. Komm, gib mir nochmal so einen Ball. Wenn der Stecker ist, hole ich halt Luigi raus. Ja, er ist Stecker. Genau. Zu zweit schaffen wir das. Und weg mit dir. Exzellente Arbeit, ihr beiden. Hier entsteht gerade ein Meisterwerk. Ja, das würde ich so noch nicht nennen. Okay, die Feuerbälle müssen wir unbedingt ausweichen. So, und das ist wieder unser Auftritt. Jetzt ist eine große Chance, zum Star zu werden. A drücken. Okay. Let's go! Jetzt ist das ein ganz normaler Geist. Das hier, das ist wahre Kunst. Aua.
Wo ist der Geist? Ah, da. So, jetzt wurde es zu Ghostbusters. Dann mochte ich diese Neuauflage. Also die Legacy, ne? Nicht die von 2016. Mit den Frauen. Schrecklich. So, Film ist in Kasten. Und ich glaube wirklich, dass der halt einfach freundlich ist. Das ist unser Preis. Luigi nimmt kein Geld. Ihm reicht der Aufzugsknopf. Okay, es gibt auch gute Geister. Morty war definitiv einer. König Buhu gefällt das vielleicht ganz und gar nicht. Aber ich weiß nicht, muss ich jetzt auch noch hier rein? Da ist das einfach nur Bonus. Hier gibt es doch sicher irgendwo noch ein Juwel. Da ist schon wieder so ein Sparschwein, ne? Ist aber nichts drin. Mein Film ist fast fertig. Fast. Bei der Bearbeitung möchte ich nicht gestört werden. Die erfordert nämlich allerhöchste Konzentration. Oh ja, das stimmt. Gut, ich lasse ihn mal. Ich weiß nicht, ob Igitt was dagegen hat. Aber den lassen wir einfach mal frei, ne? Gibt vielleicht ein Juwel, wenn wir an ihn einsaugen. Aber warum sollte Luigi das jetzt tun? Er hat ja kooperiert, ne? Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Luigi halt Kompromisse eingehen kann und nicht, ja, absolute Entscheidungen trifft. Nicht wie sein Bruder. Ach ja, und etwas habe ich noch gesehen. Ich habe nämlich meinen alten Stream von damals mir angeschaut und ich habe auch damals dieses Bild von Mario Strikers Heavy gehypt. Gut, ich wusste jetzt, dass es drin war. Damals war es blind. Aber dabei habe ich auch mit dieser Faust da auf diese Lautsprecher geschossen. Ich weiß aber nicht mehr, ob da ein Secret drin war. Na, Big Miss. Muss halt auch ein bisschen treffen können. Ja gut, die kann man dann kaputt machen. Und da kommt dann halt vielleicht ein bisschen Geld raus. Aber aus dem hier kann vielleicht ein Juwel rauskommen? Nee. Ah gut. Dann weiß ich nicht, wo die anderen beiden Juwele sind. Ist aber nicht so wichtig. Wir erkunden jetzt noch Stockwerk 9 ein bisschen. Und nähern uns dem Ende. Nicht mehr so viel ist vor uns. Und wie gesagt, diese Stockwerke sind halt in... Hallo, wer bist denn du? Eine Katze mit drei Schwänzen. Die uns dann doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Was es damit auf sich hat, finden wir dann in der nächsten Folge raus von Luigi's Mansion 3.